Eine wunderschöne gute Morgen hier zusammen. Ich heiße Fabian Kronbach, bin 32 Jahre alt und komme aus einem Dorf zwischen Köln und Bonn. Und wenn ich morgens nicht gerade viel zu früh in Köln schon und jetzt um Köln spazierle, dann mache ich Musik. Und das um Köln. Und jetzt mal eine kurze Frage. Wer hat von dem, was ich gerade erzählt habe, irgendwas verstanden? Das ist schon mal mehr, als ich erwartet hatte. Das ist schon mal sehr schön. Ich wiederhole es nochmal für die, die es nicht verstanden haben. Mein Name ist Fabian Kronbach. Ich bin 32 Jahre alt. Komme aus einem Dorf zwischen Köln und Bonn, das glaube ich zu übersetzen. Und ich bin Musiker. Und das Besondere vielleicht, weil Musiker sein in Köln jetzt nicht unbedingt besonders sein muss, in diesem Fall ist, ich mache das auf Kölsch. Und deswegen auch die Verbindung zum Karneval. Ich freue mich sehr heute Morgen bei euch zum Thema Roots ein bisschen über mich und vielleicht diese komplette kölsche Geschichte erzählen zu können, wie das überhaupt entstanden ist. Jetzt muss ich mich erstmal von vornherein direkt mal versuchen zu schützen, denn meine letzte PowerPoint-Präsentation ist bestimmt 30 Jahre her. Das heißt, ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt noch den modernen Standards entspricht. Wir fangen aber mal direkt an, denn wenn das funktioniert. Oh, noch nicht. Solange ich hier drücke. Das ist übrigens Dennis, unser Mann hinter der Technik. Ein großer Applaus für Dennis. Also wir haben es eben durchgetestet, da lief es. Klassiker. Ja, Klassiker. Ich fange einfach mal trotzdem an. Ich habe... Was hast du? Okay, jetzt wieder. Okay. Vielen Dank, Herr Dennis. Also ich glaube nicht, dass du nach 10 Minuten weg bist, sondern wahrscheinlich den kompletten Vortrag da stehst und immer weiter durch, wenn ich weiter sage. Ja. So, ich fange dann trotzdem einfach mal ohne den Clipper an. Erklären Sie mir gerne nochmal dieses Gerät. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Ja, ja. Ja, ich versuche es jetzt gerne nochmal, aber... Geht doch! Ja. Also, als ich gefragt wurde, ob ich heute Morgen einen kleinen Vortrag halten soll zum Thema Roots, habe ich erstmal blind zugesagt, hatte keine Ahnung, was Creative Mornings ist, und irgendwann, als ich dann angefangen habe, mich auf dieses Thema vorzubereiten, ist mir noch aufgefallen, worüber soll ich überhaupt erzählen? Und da sind mir generell erstmal ein paar Fragen in den Sinn gekommen, die ich gedacht habe, vielleicht können wir die heute Morgen ja mal beantworten zusammen. Im ersten Fall erstmal, was bedeutet Roots denn überhaupt? Die meisten sprechen wahrscheinlich schon Englisch unter uns, aber ja, was bedeutet das denn letztendlich überhaupt? Und die wichtige Frage, was hat das jetzt überhaupt mit mir zu tun? Warum stehe ich hier überhaupt? Und dann komme ich auch so ein bisschen auf... Ja, die genaue Erläuterung, die jetzt eigentlich schon kommt. Denn ich habe zur Sicherheit nochmal geguckt, was es denn heißt. Und die meisten von uns wissen ja wahrscheinlich, dass es Wurzel heißt. Aber genau bedeutet das in jemandem oder etwas seinen Ursprung, seine Ursache haben. Und da gibt es genau drei Themenfelder, wozu das passt. Einmal Mathe, einmal Pflanzen oder Biologie und einmal dieses große Themenfeld Herkunft und Abstammung. Jetzt bin ich ganz ehrlich, beim Thema Mathe und Biologie wäre ich definitiv kein guter Speaker. Deswegen habe ich mich mal auf diese Herkunft- und Abstammungsgeschichte versteift und kann euch deswegen ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin gebürtig hier aus dem Kölner Umland und habe das große Glück, bisher auch hier wohnen zu können. Mich hat es also noch nie großartig nach Berlin, München oder sonst wohin gezogen. Und ja, hier liegen auch tatsächlich meine Wurzeln. Also ich habe vor ein paar Jahren, nur so als kleine Anekdote nebenbei, eine Ahnenforschung sogar mal gemacht und dabei stellte sich heraus, dass meine Wurzeln bis 1700, schieß mich tot, irgendwie hier verwurzelt sind. Das hat mich selbst verwundert, aber fand ich interessant zu wissen tatsächlich. Warum habe ich euch heute Morgen schon auf Kölsch zugelabert, auf Hochdeutsch zu sagen. Ich bin von vornherein mit der kölschen Sprache aufgewachsen.
Meine Großeltern haben immer mit mir Kölsch gesprochen. Ich selbst bin natürlich mit Hochdeutsch erzogen worden, sage ich jetzt mal so, durch meine Eltern. Aber das Sprachgefühl durfte ich glücklicherweise durch meine Großeltern schon von klein auf irgendwie mitbekommen. Das heißt, mein Opa hat irgendwelche Sprachspiele, Wörter, Spiele mit mir gemacht, sodass ich auch mal hier und da ein kölsches Wort mit einbringen musste. Und dementsprechend glaube ich, gleich einfach da das Glück, dass ich ein bisschen dieses Sprachgefühl bekommen habe. Und ich glaube, was auch nicht ganz unwichtig ist, und das ist vielleicht nachher auch nochmal ein zentraler Punkt, mein Vater hat immer sehr viel kölsche Musik gehört, sehr viel Fastelavnsmusik, Karnevalsmusik. Und im Auto habe ich das dann natürlich unweigerlich dann auch ständig gehört, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen unterstützt hat. Jetzt bin ich aber ja auch irgendwie als Musiker hier und der entscheidende Punkt ist ja, irgendwann kam tatsächlich auch die Musik dazu. Das heißt, mit 9 Jahren habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Mit dem Teenie-Alter hat sich das dann immer ein bisschen mehr ausgebaut. Ich habe auch meine Gitarre angefangen zu lernen und noch ein bisschen Klavier gespielt. Und es war relativ klar von Anfang an, jetzt muss ich ein bisschen korrigieren, natürlich wie jeder wahrscheinlich, habe ich auch mal mit englischen Texten angefangen, mich da mal nicht wirklich wohl gefühlt. Ich habe das damals noch an Abstimmung irgendwie so mit meiner Englischlehrerin gemacht, nochmal zur Korrektur, ist das denn auch richtig und so. Und ich habe mich da immer unwohl gefühlt, weil ich auch nicht die richtigen Worte finden konnte. Und habe dann auch mal einen Text auf Hochdeutsch geschrieben, das war schon wesentlich besser. Aber irgendwann sagte ein Schülerkollege zu mir, Alter, mach das doch mal auf Kölsch, du bist doch so eine kölsche Junge, mach das doch einfach mal. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und das tatsächlich mal getestet und gemerkt, egal, ich muss gar nicht lange überlegen, weil tatsächlich ich auch auf Kölsch denke, wenn ich irgendwie Songs schreibe. Das heißt, ich weiß ganz genau, was will ich wie sagen. Und deswegen war relativ klar, okay, ich möchte Texte auf Kölsch schreiben. Das bin, glaube ich, dann doch eher ich. Und im Zuge dessen habe ich mich natürlich dann mehr und mehr mit der Sprache auseinandergesetzt, was ich vorher natürlich nur irgendwie so, wie man das mit so einer Sprache, die man halt so automatisch dann macht, nur so lala ein bisschen gemacht. Um das Ganze ein bisschen zu professionalisieren, habe ich mich dazu entschieden, ein Musikstudium zu machen, im genauen Fall Musikproduktion, weil der ganz klare Plan war, ich möchte eigentlich gar nicht selbst unbedingt auf die Bühne, sondern für bestehende kölsche Bands, die es ja schon zuhauf gab und gibt, Songs schreiben. Und das habe ich dann auch so angefangen. Und jedes Mal, ich hatte am Anfang noch keine Aufnahmen von mir selbst oder von meinen Songs, jedes Mal, wenn ich das diversen Menschen angeboten hatte und dann auch mal selbst gespielt habe, kam der Satz, mach das doch mal selbst. Geh selbst auf die Bühne, das ist super authentisch, was du machst. Mach das selbst. Und ja, so kam es dann auch, dass ich dann Ende 2015 mir gedacht habe, okay, wenn die das die ganze Zeit sagen, dann versuchst du das halt einfach mal. Und seitdem bin ich mit meinem eigenen Projekt unterwegs und habe jetzt auch schon die große Freude und Ehre gehabt, Support bei Casala zu sein. Eigentlich Vorband, für die das nicht genau einordnen können. Das heißt, wir waren oben bei den Jahresabschlusskonzerten in Gloria. Ich glaube, das war Ende 2016 und dann anschließend haben wir Kassel auf der vollen Deutschland-Tour begleitet. Also wir, das ist dann meine Band und ich. Und Los Posines sagt euch wahrscheinlich gerade was, vielleicht jetzt auch zur Fastelavnszeit. Ich würde sehr gerne Fastelavnslieder mitsingen. Deswegen könnte Los Posines ein Name sein, der nicht ganz unbekannt ist. Die machen jedes Jahr ein Nachwuchscasting, das durften wir dann auch gewinnen. Letztes Jahr dann bei den Festivals von Jekyll Sonnenschein in Köln und Bonn dabei gewesen und dann das bisherige absolute persönliche Highlight, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist tatsächlich die Produktion von meinem eigenen Album, was dann, ja, wir haben uns letztes Jahr einfach mal komplett eingeschlossen, so mehr oder weniger, ein eigenes Album produziert, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr dann auch euch später mal anhören, was der Typ, der da die ganze Zeit geschwafelt hat, vielleicht musikalisch so macht. Dann gepaart mit einem entsprechenden Release-Konzert. Ja, das ist zumindest jetzt erstmal so das, was ich bin, sozusagen. Warum Kölsch? Ja, habe ich ja eben schon beantwortet, weil ich mich da am Wohlsten mitfühle. Aber was ist Kölsch denn überhaupt? Außer, dass man sowas auch trinken kann.
ist die Frage erstmal, und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, das begleitet mich bis heute, dieses Thema, und es begleitet einen, glaube ich, gerade wenn man da in dieser Szene unterwegs ist, jeden Tag aufs Neue. Ist das jetzt eine Sprache oder ist das ein Dialekt? Was ist denn jetzt überhaupt richtig? Der eine benutzt das Vokabular, der nächste benutzt das Vokabular. Es sieht überall immer so aus, als wäre Kölsch total easy und jeder Kölner kann Kölsch. Und ich merke Tag für Tag, dass das nicht so ist, was auch völlig normal ist, ehrlich gesagt, weil nicht jeder wie ich ist jetzt mit der kölschen Sprache, dem kölschen Dialekt aufgewachsen. Und dementsprechend versuche ich mal ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen für die, die es interessiert, für die, die es nicht interessiert, die müssen jetzt trotzdem da durch. Ich habe ein bisschen nachgeguckt und es lässt sich nicht ganz erklären oder feststellen, ob Kölsch jetzt eine Sprache ist oder nicht, denn das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses ganze Thema Sprache und Kölsch. Es gibt leider nicht diesen roten Faden, den man verfolgen kann. Was ich euch sagen kann, ist, dass es hiervon abstammt. Und Rimpurage, auch das als kleine Anekdote, ist seit 2019 von der UNESCO als gefährdete Sprache anerkannt. Die erzählen damit so ein bisschen, dass wenn eine Sprache nur noch von Großeltern weitergegeben wird und nicht mehr die Eltern das auch wirklich sprechen, dann erkennen die eine Sprache als gefährdet an. In diesem Fall ist Kölsch im groben Umfang sozusagen auch davon betroffen. Denn eigentlich, ich sage die ganze Zeit Sprache, eigentlich ist es eine Sprache mit einem Wortschatz, eigener Grammatik und so weiter. Auch das ist nicht allen klar. Auch nicht allen Musikern, glaube ich, die damit tatsächlich auch Geld verdienen. Also zumindest hat man so manchmal das Gefühl, jetzt also ohne jemanden angreifen zu wollen. Es gibt einmal so das typische Kölsch, es gibt ein Platt und ein Rheinisch. Das Rheinisch kennen wir wahrscheinlich alle oder viele, gerade so aus der Serie Hausmeister Krause, würde ich jetzt mal so spontan als Beispiel nehmen. Eigentlich ein Hochdeutsch mit so einer rheinischen, kölschen Attitüde, dat je, anstatt dat ge, und immer dat und dat und so weiter. Das ist uns, glaube ich, allen gängig bekannt. Aber gerade auch ein Unterschied zwischen Kölsch und Platt rauszufinden, das ist nicht so ganz einfach. Und für jemanden, der da null Berührungspunkte mit hat, unmöglich. Das geht gar nicht. Weil es teilweise um Nuancen geht, die, wie gesagt, selbst die, die sich viel mit der Sprache vielleicht auseinandersetzen, selbst nicht unbedingt drauf haben. Als kleines Beispiel da, in Köln sagt man zum Pferd Pferd. Geht man jetzt in eine südliche Region, Richtung Bonn, wird aus dem Pferd ganz schnell ein Pferd. Der Urkölsche findet das sofort raus. Gerade die Muttersprache, wenn du sagst, irgendwann mit dem Pferd sagst, ist denen völlig klar, alles klar, du bist hier eine Kölsche. Aber viele kriegen das gar nicht mehr mit. Die verstehen es gar nicht, weil die den Unterschied noch gar nicht kennen. Entscheidend in dieser ganzen Debatte ist auf jeden Fall, Kölsch ist nicht offiziell als Sprache anerkannt. Es gibt zwar irgendwie so Gimmicks auf dem iPhone, auch du kannst dein Handy auf Kölsch bestellen, das ist ganz lustig, aber eine anerkannte Sprache ist es nicht. Und es ist auch total schwierig, das Ganze zu lehren, weil es so viele Varianten gibt und deswegen habe ich dieses Bild mal hier mit reingepackt. Ich versuche das mal so schmerzfrei, gut, dass ihr das alle sehen könnt, ein bisschen vorzustellen. Denn wenn es nur allein um das Wort Dorf geht, hat man schon diese Diskrepanz zwischen Dörf und Dorf. Und dann haben wir sogar noch den Punkt mit drin, dass es zeitlich sind wir sowieso im Wandel. Das heißt, von einem kleinen Dorf Köln, wird es halt auch immer größer. Das heißt, die Variable wird so undurchsichtig, dass du da auch gar keine Linie richtig reinbekommen kannst. Vor allen Dingen nicht, wenn die Muttersprachler wirklich aussterben. Und das ist halt wirklich der Punkt, das werden wir jetzt gleich auch noch genauer vielleicht zwei, drei Gründe nennen können, warum das so ist. Warum sich viele Sorgen zumindest um die kölsche Sprache machen. Letztendlich gibt es dadurch, weil es so viele regionale Unterschiede gibt, auch keine einheitliche Rechtschreibung. Das heißt, ihr bekommt zwar einige Wörterbücher, was das Kölsche angeht, aber da sind auch immer viele Unterschiede drin.
Weil auch hier und da die Herausgeber meinen, so, ich habe jetzt genau die richtige Schreibweise gefunden, also meins ist richtig, meins musst du nutzen, dann kommt der Nächste und der Ecke sagt, nee, dann hast du eine Ferien gemacht, das ist falsch, das ist eigentlich ganz anders. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Region an, wo man herkommt. Und deswegen gibt es halt auch einfach nicht das Kölsch. Und die Befürchtung, und das kommt immer mehr raus, ist einfach da, dass das Kölsche ausstirbt. Jetzt hat man hier in Köln noch den Vorteil, dass genau der kölsche Dialekt, die kölsche Sprache, eigentlich noch sämtliche regionalen anderen Besonderheiten überstrahlt. Das heißt, wenn man hier in der Umgebung unterwegs ist, dann sprechen alle davon, die sprechen alle Kölsch im Rheinland. Oder können das vielleicht nicht aussprechen, Kölsch, oder in den Bäumen im Mund nehmen. Aber für die ist klar, wenn da einer irgendwie Rheinisch spricht, alles klar. Dann ist vom Kölschen abgewandelt. Also, die im Westen, die sprechen alle Kölsch, wenn sie nicht gerade aus dem Bord kommen. In Köln hat das aber nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Denn das ist nun mal hier ein Ausdruck von Ortsloyalität. Ich identifiziere mich ja auch tatsächlich selbst mit dieser Region. Und wie ich anfangs auch sagte, ich bin sehr froh, darüber von vornherein hier geboren zu sein, aufgewachsen zu sein und weiterhin zu leben. Letztendlich hat sich daraus ja auch so ein bisschen mein Beruf entwickelt. Und ich glaube, so wie man das zumindest ja dann immer auch durch die Medien bekommt, das gibt es nicht an so vielen Orten in Deutschland. Und das ist schon mal so ein bisschen was Besonderes. Nichtsdestotrotz sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass die kölsche Sprache so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Und deswegen so ein kleiner Appell auch an mich, von mir an euch. Wenn ihr Bock habt, euch da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, dann macht das. Weil Kölsch ist eigentlich ganz cool. Und ihr werdet merken, falls ihr die Erfahrung nicht schon gemacht habt, Kölsch verbindet total. Und ich glaube, das hat man gerade Anfang der 60er Jahre ein bisschen aus den Augen verloren, weil man einfach dann den Fokus auch drauf gelegt hat, auf dem Hochdeutschen zu bleiben, weil Kölsch asozial wirkte. Und das ist jetzt letztendlich genau das Problem, was wir jetzt haben. Dadurch, dass es unsere Eltern vielleicht nur noch spärlich können, verstehen, aber auch wenig einsetzen, haben wir jetzt ein bisschen das Problem für die, die halt Kölsch sprechen wollen. Die haben super viel Arbeit und müssen sich damit sehr auseinandersetzen und müssen auch Glück haben. Wenn ich das Glück nicht gehabt hätte, mit meinen Großeltern aufzuwachsen und die mir das nicht beigebracht hätten, dann stände ich heute vielleicht als Musiker hier, aber nicht unbedingt vielleicht als Kölscher-Musiker. Und vielleicht auch noch so ein bisschen zum Abschluss in die Richtung. Ich sagte ja schon, dass es verschiedene Arten von Kölsch gibt, aber gerade, dass wir überhaupt noch Kölsch sprechen ist oder vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, auch die, die nicht so den Bezug zum Kölsch haben, liegt auch vielleicht gerade daran, dass es Musiker gibt, die das weiterführen. Aber auch da gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen wirklich Straßenkölsch und Bühnenkölsch. Und wenn ich mir jetzt die Generation meiner Großeltern anschaue, die haben das wirklich im Blut gehabt, deswegen ist das so dieses perfekte Straßenkölsch. Alles, was heute auf den Bühnen unterwegs ist, ist tatsächlich so ein bisschen zusammengewürfelt und Bühnenkölsch. Für mich, vielleicht habe ich das auch schon ein bisschen rausbringen können, ist das einfach meine Identität. Deswegen mache ich das auf Kölsch. Weil ich einfach gemerkt habe, da kann ich es am ehrlichsten mit rüberbringen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und bin stolz und froh, das auch so ein bisschen zeigen zu können. Sonst würde ich auch heute Morgen nicht hier stehen und könnte euch so ein bisschen was über mein Leben und über diese kölsche Geschichte dann halt erzählen. Und dadurch, dass ich meine Wurzeln ja, ein bisschen tagtäglich lebe, das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber dadurch, dass ich die Wurzeln vielleicht auch so liegen habe, wie sie nun mal sind, habe ich gemerkt, also dadurch, dass ich auch mir die Gedanken darüber gemacht habe, mich ein bisschen darüber schlau gemacht habe, merke ich, dass das mit meinem Selbst der Gefühl auch einfach einiges gemacht hat. Und falls ihr Bock habt, mal nach euren Ahnen zu forschen, ich glaube, das kann ganz bereichernd sein. Ich habe irgendwann festgestellt, das kann wie eine Droge sein. Deswegen kann ich das nur sehr empfehlen, wenn ihr mal Bock drauf habt, einen etwas anderen Rausch zu haben, dann macht mal eine Ahnenforschung. Das ist sehr interessant. Deswegen möchte ich auch mit dem Satz, ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Abschlusssätzen, aber mit dem Satz
möchte ich mal schließen, weil ich das sehr passend finde, ehrlich gesagt. Und ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt so früh am Morgen, auch wenn es vielleicht nicht die Zeit von Jesus ist. Falls ihr noch Fragen habt, gerne. Ansonsten danke ich euch recht herzlich. Habt noch einen schönen Tag.